Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quicktip von und mit Arno Burger. Heute geht es darum, wie ihr in Outlook herausfinden könnt, wer auf welche eurer Ordner Zugriff hat. Leider gibt es da keine Möglichkeit, einen Gesamtüberblick zu schaffen, aber ihr könnt das für einen Ordner wie zum Beispiel den Posteingang ganz einfach nachschauen. Ihr macht auf den Posteingang hier einen Rechtsklick, wählt dann den Befehl Eigenschaften und hier Berechtigungen. Und da könnt ihr sehen, wenn hier ein zusätzlicher Name außer Standard und Anonym dabei steht, welche Berechtigungen hat der. Die kann man hier unten auch genau nachschauen, alle Details, Elemente erstellen und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn der Standard Berechtigungen hätte, dann würde das auch heißen, dass alle in eurer Exchange-Organisation Zugriff haben. Der Weg ist für jeden Ordner gleich. Das hätte ich genauso jetzt hier für mein gesamtes Postfach. Datendatei, Eigenschaften, Berechtigungen und hier sehe ich, wer Zugriff hat. Oder auch für den Kalender, Rechtsklick. Hier gäbe es auch Freigabeberechtigungen, aber letztendlich kommt ihr damit auch wieder unter Eigenschaften in Berechtigungen. Also das heißt an dieselbe Stelle, wie wenn ihr hier einen Rechtsklick macht, Eigenschaften. Berechtigungen. Und so habt ihr einen Weg, mit dem ihr immer nachschauen könnt und das geht genauso natürlich auch für meine Aufgaben, Eigenschaften, Berechtigungen. Und überall könnt ihr sehen, wer genau welche Berechtigungen auf euren Ordner hat. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Schaut einfach mal nach. Und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Vor allem würde mich auch interessieren, ob ihr euch für weitere Vertretungsberechtigungen und so interessiert. Das ist ein relativ komplexes Thema. Wenn euch das interessiert, würde ich das gerne mal hier aufbereiten. Also gebt mir da Bescheid. Ansonsten war es das für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ciao, euer Arno.